trotzig, langsam. Eins nach dem anderen. Ihr macht mir ganz schwindlig. Was soll ich denn mit den 10 Minuten anfangen, die ihr heute so früh fertig wird? Fotzig, bedenke er, ihr habt noch seine schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre macht 360 Monate und erst für Tage, Stunden, Minuten. Was will er denn mit der ungeheuren Zeit mal anfangen? Weil er sich ein Fotzig. Jawohl, Herr Hauptmann. Mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denk. Ewig, das ist ewig, das sieht er ein. Nun ist es aber wieder nicht ewig, sondern ein Augenblick. Ja, ein Augenblick. Fotzig. Es schaudert mich, wenn ich denke, dass ich die Welt in einem Tag herumdreht. Und dann ich auf dein Mädchen wieder sehen. Oder ich werde melancholisch. Jawohl, Herr Mann. Fotzig! Ihr seht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, tut alles langsam. Red ihr doch was, Fotzig? Was ist heute für ein Wetter? Sehr schlimm, Herr Hauptmann. Wind! Ich bin schon die Summe des Windes draußen. So ein Wind macht mir den Effekt wie eine Maus. Ich glaub, wir haben sowas aus Seenort. Jawohl, Herr Hauptmann. Oh, er ist nun ganz abscheulich tot. Fotzig, er ist ein guter Mensch. Aber er hat keine Moral. Moral, das ist, wenn man moralisch ist. Versteht er, es ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche. Sagt, ohne den Segen der Kirche, das Wort ist nicht für mich. Herr Hauptmann, der liebe Gott, mit den armen Ohren nicht drum ansehen, ob das Amen darüber gesagt ist. Ehe gemacht wurde, der Herr sprach, lasset die Kleinen zu mir. Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus, wenn ich sage, so meine ich ihn. Ihr arme Leute.
Das Gras hin, wo die Schwämme so nachpacken. Da rollt abends ein Kopf. Ob ihn einmal einer auf
meint, es wäre nie. Drei Tage und drei Nächte drauf, und der lag auf den Todesstellen. Es wird finster! Das machte Angst! Hey, was? C'est bon, c'est bon, 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 bon.
Da kommen sie! Was ein Mann! Wie ein Baum! Er steht auf seinen Füßen wie ein Löwe! Ei, was freundliche Augen, Frau Nachbarin! So was ist mir an ihr Netz gewohnt! Still, ich
ich hab's heraus. Es war ein Gebet am Himmel und alles in Glück. Ich bin vielen auf der Spur und jetzt alles finster, finster. Nein, es war wieder was. Geschrieben und siehe, es ging der Rauch vom Land wie ein Rauch von Gottes. Land! Es ist hinter mir hergegangen, bis man nicht hört, was soll ich aus? Oxyanhydride. Aber
dass er wenig gepisst hat.
den Federbusch hab und die weißen Hautschuhe, Donnerwetter. Der Prinz sagt immer, I
Delfine glänzt. Oh, mein Freund, hab's gefunden. Ich hab sowas noch nicht gefunden. Zwei auf einmal. Ich hab schon nicht mehr. Es ist gut, Marie, es ist gut. Was der Buchen als Lärm, greif ihm unter das Ärmchen, der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Nicht als Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf. Er hat die Löhne und was vom Hauptmann und vom Doktor. Gut, vergelt's, Franz. Ich muss fort, Marie. Adieu. Sie aber reicht nur auf der einen Seite.
Seite bekommen. Tja, sie können auch auf der einen Seite gelähmt werden oder im besten Fall nur. Sichern, dass sie einen von den interessanten Fällen abgeben werden. Und wenn Gott will, dass ihre Zunge zum Teil gelähmt wird, so machen wir die unsterblichen Experimente. Halt, Doktor! Ich lasse sie nicht seit Tagen frei. Oh!
Teufel hat das Licht auf dieser Welt? Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen... Spaß? Ich? Das sieht der... Herr Hauptmann, Spaß. Die Erde ist Menschenhölle heiß. Die Erde ist Menschenhölle heiß. Herr Hauptmann, ich mein's gut mit dir! Es ist viel möglich! Es ist viel möglich! Es ist viel möglich! Es ist viel möglich! Thank you.
Seele, meine unsterbliche Seele, sinket nach Rotterdam. Sie stinket und ich weiß nicht, warum. Warum ist die Welt so traurig? Selbst das Welt geht in Verlesung übergegangen. Schön. Ich meine, unsere Nasen wären zwei Bokaien und wir könnten sie uns einander in den Hals gießen. Meine Seele, meine unsterbliche Seele, das ist traurig, thank you.
Kind der Feuchtigkeit ausgerüstet hätte. Darum gibt es zu zweifeln nichts, denn es ist alles lieblich und fein, aber das Irdische ist eitel. Selbst das Geld in den Verwesungen über, Bastard!
Und ich
mit singen. Ich war in Land, dann Marinett, und lange Kleine Traginett. Wenn lange Klein der Spitzeschuh, die kommen keine Dienstag zu. Niemand ertrunken.
Doktor. Es ist nicht gut zu hören. Das stöhnt, als stürbe ein Mensch. Da ertrinkt jemand. Unheimlich, der Mond rot und die Nebel grau. Hören Sie, jetzt wieder das Ächzen. Stiller. Jetzt ganz still. Kommen Sie schnell!